Hallo, guck mal, da oben steht schon einer. Es ist wahrlich eine Freude, dich zu sehen, aber leider bist du nur Zweiter, denn ein anderer war schneller als du. Unser Chef hat die Pyramide bereits erobert, wie dem auch sei. Junger Forschergeist, du bist ein Trainer, behaupte dich mit aller Kraft und hol dir den Ruhm, besiege unseren Chef. Bitte, du bist zu weit gegangen, mach auch noch diesen einen Schritt. Guten Tag, Brian, glaube ich. Junger Forschergeist, meinst du nicht auch, dass Forschungsreisen die Krönung der Abenteuer sind? Dein Verstand, deine Stärke, deine Pokémon, aber vor allem dein Mut, dich durch unbekannte Welten zu bewegen. Oh ja, das Leben ist einfach großartig. Ja, ja. Bitte? Ich heiße Brian. Ich bin der Pyra-König, was bedeutet, dass ich die Verantwortung hier trage. Die meisten nennen mich einfach Chef. Du besitzt ein starkes Selbstvertrauen, da du es bis hierher geschafft hast. Hahaha, das wird ein Riesenspaß. Also dann, beweise deinen Mut und kämpfe. Wir haben es jetzt mit drei Halblegenden zu tun. Und die sind nicht umsonst Halblegenden. Regirock. Heftig. Gegen wohin genau? Ja. Konter auf jeden Fall. Setzt Erdbeben ein. Das dürften wir überleben. Ich hoffe, ja, so mit der Hälfte, dann dürfte Regirock Geschichte sein. Nee, wir stecken es ganz gut sogar noch weg. Von daher frisst das mal Regirock. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann nochmal Konter. Ja, Explosion, das war klar, dass es das jetzt einsetzen wird. Das werden wir wahrscheinlich nicht überleben. Denke ich mal. Wobei, Erdbeben haben wir auch gut weggesteckt, ne? Vielleicht überleben wir es knapp. Nee. Oh, Volltreffer noch mit dazu. Huiuiui. Okay, unentschieden. Der Worst Case ist eingetreten, dass wir hier nur ein Unentschieden raussuchen. Ich muss als erstes einsetzen? Das ist ja unfair. Wir haben Regi-Steel einmal und Regi-Eis. Gegen Steel ist Hytara nutzlos. Gegen Eis wäre Hytara sehr gut. Daher setze ich Sumpex ein, weil Sumpex gegen beide einigermaßen klarkommen könnte. Ich hoffe, dass jetzt Steel kommen wird. Das ist mein großer Wunsch. Komm schon, Steel? Regi-Steel. Sehr gut. Jetzt können wir mit Erdbeben volle Sau raufhauen. Regi-Rock ist... Erstmal vielleicht Erklärung. Regi-Rock hat eine mordsmäßige Verteidigung. Regi-Eis hat eine mordsmäßige Spezialverteidigung und Regi-Steel hat eine sehr gute Spezialverteidigung und eine sehr gute Verteidigung. Aber nicht so gut wie bei Regi-Rock und Eis, sondern so ein Mittelmaß. Von daher dürften wir mit Erdbeben schon ein bisschen was abziehen, aber niemals im Leben alles. Aber ich denke, den Kampf gegen Regi-Steel haben wir gewonnen. Alle anderen können keine Explosion. Wenn es über die Hälfte abzieht, ist gut. Nice! Deutlich mehr abgezogen, als ich gedacht hätte. Jetzt kommt Eisenabwehr. Gut, die Verteidigung steigt stark an. Und als jetzt hat es noch Überreste. Okay. Ich hoffe, der hat nicht Top-Genesung oder sowas. Sehr gut. Regi-Steel hätten wir außer Gefecht damit. Jetzt kommt Regi-Eis. Ja, gut. Ich würde sagen, wir kämpfen einfach erstmal gegen Regi-Eis. Ich glaube, der hat jetzt nicht unbedingt was, womit er uns mega fertig machen könnte. Und Verteidigung ist auch nicht so gut. Dürfte über die Hälfte abziehen, oder? Ja. Eisstrahl. Okay, hoffentlich frieren wir nicht ein. Und hoffentlich zieht es weniger als die Hälfte ab. Ja, aber wir frieren ein. War ja schon fast klar, dass wir haben ja immer so ein Riesenglück hier, ne? Aber wir haben auch eine Prunusbeere, womit wir das erstmal wieder klarstellen können. Klar, Schiff machen. Erholung. Oh, das ist gut, aber du trägst bestimmt eine Maronbeere, nehme ich an. Von daher hat Regi-Eis sich jetzt erstmal einen Vorteil verschafft. Und wir werden weiter mit... Wir können weiterhin nur mit Erdbeben angreifen durch unser Walband. Sonst würde ich natürlich Durchbruch einsetzen und der Kampf wäre vielleicht schon gewonnen. Glaube ich nicht, aber wir wären deutlich besser dran. Aber so ziehen wir ja auch über die Hälfte ab. Jetzt kommt Amnesie, das erhöht die Spezialverteidigung nur, oder? Genau, das bringt ja halt auch überhaupt nichts. Das war dann dein Untergang, Regi-Eis. Und damit war das die leichteste Kopie für ihr, würde ich sagen. Ohne Probleme geschafft. Und super, super, super doll haben wir drei Halblegenden ausgeschaltet und damit Brian besiegt. Das ist wahrer Kampfgeist. Sehr gut. Du hast dich wirklich angestrengt. Hahaha, das war einfach großartig. Großartig, jawohl. Gut gemacht. Du hast dir meine Anerkennung redlich verdient. Deinen Kampfzonenpass bitte. Das Bravoursymbol wurde dem Kampfzonenpass hinzugefügt. Sehr schön. Junger Forschergeist, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.